Englisch Devil. Hit zum Thema. Jetdrang, Solarzwang, Wahlgang. Hüpfe für Sie in Bern unterwegs, Party Basler. Und endlich wieder live bei uns im Folium, Michelle Kalt. Und da ist er, voll im satirischen Sturzflug, Ihre Pilot, Dominik Devil. Hallo miteinander. Hallo. Grüezi. Danke mal. Merci. Danke. Merci. Hallo und guten Abend miteinander. Recht herzlich willkommen hier bei uns in Zürich im Folium. Willkommen zu Deville, der Sendung, die so heisst wie meine Mutter. Hey, ich habe gar keine Ahnung, ob noch irgendjemand da aussen überhaupt Lust auf eine bald Ladung Polizeisatire hat, nach einem so intensiven Abstimmungssonntag. Wobei, sind wir ehrlich, so viel haben wir ja auch gar nicht mehr gemacht. Ja? Ich meine, wer geht denn heute noch abstimmen? So richtig ins Gemeindehaus? Wir haben herausgefunden, bereits stimmen ja über 90% von allen Teilnehmenden per Post ab. Im Aargau sogar 97%. Ja? Dort muss es mega wüst aussehen am Sonntagmorgen. Ja? Im Aargau. 90% per Post. Die restlichen 10% haben wahrscheinlich im Glarus aber die Hand auf. Oder sind kurzsichtig. Ja? Du, Schatz, mega praktisch. Hast du gesehen, draussen vor dem Haus haben sie wieder eine Urne aufgestellt. Mega gut. Ja? Ja. Ich bin jedenfalls sehr froh, gibt es eine briefliche Abstimmung. Sehr froh, wenn man mal nachzählt bei unserem Team. In der Schweiz kann man gut und gern auf 4000 Urnengänge im Leben kommen, wenn man immer mitmacht bei den Abstimmungen. Ja? Dagegen tönt Diktatur ja geradezu gemütlich und verführerisch. Apropos, auch Russland hat an diesem Wochenende Abstimmungen durchgeführt. Das finde ich sehr erstaunlich. Ich habe mich gefragt, kann man wirklich noch über irgendetwas abstimmen oder irgendetwas wählen in Russland? Also etwas anderes als Putin? Oder Wladimir? Ja? Ich glaube sogar im russischen Fernsehen, wenn dort der Herzblattvorhang aufgeht, hast du eine grosse Chance, dass der Wladimir dort steht. Ja? Aber tatsächlich hat unser Oligarchenliebling Putin am Mittwoch angekündigt, eine mögliche Annexion von ukrainischen Gebieten mit Hilfe von Wahlen von Ort durchzuführen. Und deswegen hat er gerade noch eine Teilmobilmachung verordnet, wo weitere 300.000 Reservisten ins Kriegsgebiet geschickt werden sollen. Also ganz ähnliche Vorlagen wie uns, an diesem Wochenende. Hm? Also anstatt Massentierhaltung, Massen-Ukrainerhaltung. Hm? Und anstatt der AHV-Revision, komm, ist doch aufwendig, auf die ganze Generation die Front in den Tod schicken. Ja? Aber im Moment, Reservisten ins Kriegsgebiet schicken. Schaut mal, was der Putin den russischen Müttern am letzten Frauentag versprochen hat. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Ja, das sehen, Putin-Lovers. Da haben wir den Beweis. Der Typ lügt sogar euch als Mami an. Ja, so einer ist das. Natürlich wird der Ausgang von diesen Abstimmungen international nicht anerkannt. Ja, das hat auch unser Außenminister Gassis, der diese Woche vor der UNO geredet hat, ganz klar gemacht. Diese Referenden sind gesetzeswidrig. Ja, so ist es. Und hat auch schon mal mit krassen Sanktionen droht. Von dem her laden wir Russland ein, auf solche Scheinreferenden zu verzichten. Hä? Boom! Das hat gesessen. Klare Worte. Komm, und da haben es noch schriftlich registriert. Wir laden dich herzlich ein. Keine Scheinreferenden zu machen. Bitte mitnehmen, gute Laune, gutes Schuhwerk und etwas zu bretteln. Gut, immerhin hat der Gassis mutig und direkt, wie er ist, Einladung persönlich dem russischen Außenminister Lavrov übergeben. Mit meinem sanften Händedruck. Ja? Und hier am Bildsender, links ist der Lavrov und rechts ist ein Lavri. Ja, das sind sie nur so. In den sozialen Medien ist Gassis sein Lächeln auf dem Bild sehr hart kritisiert worden. Und in dieser Situation muss er jetzt den Gassis in Schutz nehmen. Gassi und ich, wir können uns jetzt schon länger aufgrund unserer Arbeit und ich kann euch wirklich etwas bestätigen. Schaut, bei ihm ist es so, wenn es mega mühsam wird für ihn, ja? Wenn es unangenehm wird, dann versucht er das mit einem Lächeln zu überspielen. Hm? Zum Beispiel hier, beim Glencore-Besuch zum Beispiel. Schaut mal. Ja? Oder auch daheim auf dem schlimmen Sofa. Und hey, mega unangenehm für ihn bei seiner Wahl, oder? Auf jeden Fall. Dann war ja noch etwas, die Woche genau die Beerdigung von der Queen. Ist noch gesehen.
am Wochenanfang und die war wirklich berührend. Haben Sie vielleicht geschaut? Ich nehme es an schon. Ein riesen Event. Und das ist ins Geld gegangen. Schätzungen gehen von 6 Milliarden Pfund aus, was die Beerdigung von der Queen und Krönung von Charles die Steuerzahlten wird kosten. Ich meine, 6 Milliarden Steuergelder für etwas rein Repräsentatives, ja, wo nur schön rumsteht und nicht wirklich zu brauchen ist. Monarchie. Ich meine, für was gibt es schicke Kampfjets? Ja? Also. Aber hört, die Beerdigung hat man sich in England jetzt einfach mal gegönnt. Weil der Prinz Philipp, der hat man ja wegen der Pandemie nicht so richtig schön pompös bestatten können. Und beim Abgang, ja, und beim Abgang vom letzten Premier war auch niemand so richtig traurig, wenn man ehrlich ist. Und jetzt hat die ganz aufgestaute Trauer, die hat bei den Engländerinnen und Engländern einfach mal raus müssen. Hm? Sogar der Town Crier hat mal so richtig schön können cryen. Ja. Cry me a Royal River, kann ich da nur sagen. König Charles ist das verständlicherweise alles sehr nahe gegangen. Stress ist das gewesen. Stress, nur ein Stress, ja vor allem mit diesen Schreibgeräten die ganze Zeit. Ja, ist auch kein Wunder, was der in dieser Zeit, in diesen Tagen alles hat müssen unterschreiben und überall müssen hinschreiben. Kondolenzbücher, Krönungsunterlagen und ja, unser Freundebuch. My name is Charles Philip Arthur George, aber jetzt einfach The King. Mein Sternzeichen, Fish and Chips. Mein Lieblingstier, Gänse, Füchse und Wildschweine jage ich auch gern. Mein Geheimnis, ich hasse Corgis, hate the damn things. Mein Lieblingsspiel, die Kolonialisten of Catan. Mein Talent, warten. Mein Lieblingsgetränk, Early Grey Tea. Was ich dir schon immer sagen wollte. I hate this damn pen. Every stinking time. Hier noch mein Foto. Long live the King. König Charles, in unserem Freundebuch. Kommen wir zu einem anderen Buch, ja, und zu einem anderen Trauerfall. Diese Woche ist auch bekannt worden. Vielleicht haben Sie es überlesen, ist aber so. Das Telefonbuch wird beerdigt. Ja, das Telefonbuch wird wirklich abgeschafft. Und die meisten von euch jetzt so, hä, es gibt immer noch Telefonbücher fürs Festnetz? Und die Jungen so, hä? Was ist ein Festnetz? Hä? Und die ganz Jungen so, Buch? Hä? Aber ja, man muss bedenken, das Telefonbuch ist immer noch der Bestseller der Nation. Hat eine Auflage pro Jahr von 1,9 Millionen Exemplaren. Also mehr als Pedro Lenz, Dürrematt und J.K. Rowling zusammen. Und trotzdem ist das Telefonbuch noch nie verfilmt worden. Wäre aber auch ein bisschen eigenartig, oder? Harry PTT und die Telefonzelle des Schreckens. Ich weiß es. Aber klar, ein Telefonbuch braucht heutzutage niemand mehr, außer vielleicht ein paar Ewiggestrige. Zum Beispiel die Buben von der Weltwoche. Die haben nämlich geschrieben, rettet das Telefonbuch. Ja, rettet das Telefon. Ja, vergesset Antifa. Jetzt müssen wir die Antifon bekämpfen. Wirklich. Ja? Weil, und bedenken, Antifa vermisst ja das Telefonbuch auch. Ja, wirklich. Weil auch wie bei der Weltwoche haben sie mal Lust, dort ein bisschen nachzuschlagen. Ja? So. Nein, ist gemein, das Telefonbuch und die Weltwoche miteinander zu vergleichen. Weil das Telefonbuch hat ja die Schweiz verbunden und nicht versucht, zu trennen. Trotzdem wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Meine Lieben, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, unsere Beziehungen spielen und haben wirklich nur eins auftreiben können. Ein echtes Schweizer Telefonbuch. Da ist es. Bitte die Ruhemusik. Danke. Liebes Telefonbuch, es fällt mir sehr schwer, von dir Abschied zu nehmen. Sehr schwer. Also sehr, sehr schwer. Wenn ich wüsste, was ich meine. Oh, du Unspunnenstein von allen Büroangestellten, du Türstopper von der Nation. Wir werden dich vermissen. Ja? Deine seidenfeinen Seiten. Zart und durchscheinend, wie italienisches WC-Papier.
Dein Duft, ja? Dein Duft, gerade wenn du so schön und gut abgehangen mehrere Monate in einer vollbisselten Telefonzelle gelagert worden bist. Dabei bist du so viel mehr gewesen als eine Bereicherung von A bis Z. Der beste Lehrmeister, wenn es ums Alphabet gegangen ist. Die wirksamste Waffe gegen Mucke und Einbrecher. Ja? Und für alle Leute über 70, Tinder. Mm. Und wie hat man es dir verdankt, liebes Telefonbuch? Bist du je einmal in der Bibliothek aufgenommen oder im Literaturclub besprochen worden? Oder jemals mit einer netten Widmung versehen, weiter verschenkt worden an meinem Geburtstag? Nein, dabei gibt es so viel langweiligere, lieblosere Bücher als dich. Biografie von Dani Koch zum Beispiel. Der Duden, der alte Besserwisser. Oder deine kleine, nervige Schwester, das Fernsehheftli. Hm? Und trotzdem müssen wir dich jetzt gehen, liebes Telefonbuch. Wir verabschieden dich mit einem schmerzhaften Tüt, 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 Tüt. Und falls du mal wiederkommst, lüt mir doch an. Du hast ja meine Nummer. Hm? Rest in pieces, liebes Telefonbuch. Bitte den Schredder. Es wird Zeit. Es ist viel zu dickes Telefonbuch. Wir brauchen einen neuen Schredder. Schredder unter S. Dann mal schnell. Solange Patti Basler, können Sie bitte übernehmen. Ja? Ja, wir sehen hier die weltgrösste Rösti, zelebriert vom Bauernverband der Schweiz. Nachhaltigkeit, Biodiversität und ganz, ganz viel Herdöpfel. Markus, ist das dein Abschiedsgeschenk zum Rücktritt? Dass du in der Welt noch die grösste Rösti zelebrieren? Ich habe Ihnen gedacht, das ist ein Startschuss für noch eine dynamische Arbeit vom Schweizer Bauernverband. Ja, aber bei der Biodiversität braucht es ja junge, florierende Pflänzchen und nicht alte, verdörrte Bäume, oder? Es braucht beides. Auch Totholz kann bei der Biodiversität sehr viel bringen. Auch das lassen wir stehen. Das ist dann wieder die Nahrung für die nächste Generation von Insekten. Landschaft, Gletscher, Biodiversität, die weltgrößte Rösti. Ja, es sind sehr wichtige Themen, vor allem Klima. Ich bin sehr, sehr glücklich, haben wir den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Bla, bla, bla. Sie tut jetzt so ins grüne Parteiprogramm erzählen. Es geht um die weltgrößte Rösti. Sex mit Rösti, das ist das Größte. Also, so deutlich kann man jetzt das nicht sagen. Wer oder was würdest du gerne mal in die Pfanne hauen? Oi. Wir brauchen nicht einmal ein Bienchen. Wir versammeln uns von allein. Und dann geht die Saat auf und wir können zuschauen. Und dann gibt es lauter rote Nelken? Nein, also eben, das wäre ja Monokultur. Das wollen wir ja nicht. Diversity. Wenn die SVP geschützte Pflanze wäre, was für eine Pflanze wäre sie? Also sicher keine Mimose, sondern Rosen. Dornig, stachlich, schön. Und widerstandsfähig. Ein Enzian. Ein Enzian? Wieso ein Enzian? Wegen blauen. Und weil sie selten ist. Welche Pflanze wert SP? Am liebsten habe ich Kakteen, aber das sollte ich jetzt so nicht zu laut sagen. Kakteen ist mit ein bisschen Negativem verbunden. Kaktus kommt man über, wenn man irgendetwas Schlechtes gemacht hat, das nicht der politischen Korrektheit entspricht. Das passt ja zu eurer Partei. Durchaus. Der Bastian Giro, weil er nicht fliegen darf, tut er einfach sonst den gleichen. Er sei Pilot. Das Nägeli natürlich. Also Nägeli auf Deutsch. Schweizerdeutsch, ja. Weil er alles nagelt. Ja. Wie komme ich da jetzt zu einer Portion Gratisrösti? Kannst du mir da dazu verhelfen? Das frage ich mich auch. Ah, gratis? Es muss gratis sein. Ja, ich habe kein Geld dabei. Ich ja, ich zahle dir. Du bist so eine Arme, du musst es zahlen. Patti Basler in Bern. Und hurra, haben Sie mitbekommen? Es ist wieder Herbstsession. Herbstsession, quasi das grösste politische Krüppelturnier der Schweiz, kann man sagen. Ja, mit unseren StarspielerInnen, die jeder kennt und liebt für ihre Ausfälligkeiten auf dem Spielfeld in Bern, ihre vielfach nicht nachvollziehbaren Feldpässe und Angriffe, der Nationalrat! Ja, das wäre doch die richtige Mannschaft zum Trainieren für den Franco Foda. Das wäre doch die richtige.
Da hingegen unsere zweite Mannschaft unauffällig, aber halt effizient. Ständerat, Bänkli! Ja, aber zwei von diesen Ständerat-Kickern haben jetzt für Schlagzeilen gesorgt die Woche mit überraschenden, wohlplatzierten Schüssen direkt unter die Latte. Solaranbauschlacht in den Alpen. Haben wir vielleicht gelesen? Tönt jetzt wie der gemeinsame Fiebertraum von Balthasar Glättli und dem Reinhold Messner. Kommt aber von diesen beiden Herren hier. Ja? Rechtsaußenverteidiger bei der FDP und Ständerat Rudi Noser. Und Mittelfeldspieler Beat Rieder. Heisst also, erneuerbare Energien sind kein linkes Ding mehr, sind definitiv jetzt im Mainstream angekommen. Weil nur, dass das ganz klar ist. Keiner von diesen beiden trägt Birkenstöcke oder hat ein Abo für Kleidertauschbörse im Kreis 4. Ja? Also sinnvolle Migrationspolitik heisst für die beiden wahrscheinlich nur, alle Schulbibliotheken jetzt mit Winnetou-Büchern ausrüsten. Und Reggae können es frühestens vom letzten Weltwochensommerfest und der Band Lauwarm. Könnt ihr mir vorstellen? Aber ist doch toll. Endlich geht es auch mal von bürgerlicher Seite voran mit dem Klimaschutz. Wir müssen die 2 Terawattstunden Alpensolar bauen. Das ist ganz wichtig, weil das ist die einzige Möglichkeit, wenn man in 2-3 Jahren wirklich zu mehr Strom kommt. Wir müssen die 14 Wasserkraftwerke vom runden Tisch bauen, das ist mittelfristig. Und dann hätten wir vermutlich wieder genug Strom, um überhaupt den Preis zu beeinflussen. Ja, Preisbeeinflussung. Also ums Klima geht es nicht, ja, Nose, sondern um die geheizte Jacuzzi. Wahrscheinlich. Aber hey, sogar die SVP hat eingewilligt, dass das Sinn machen würde, Solaranlagen in die Alpen aufzubauen. Und sie haben nicht einmal gefordert, dass man die mit Schweizer Fähnli oder Tarnnetz einkleiden muss. Ja? Schön, noch der Ueli Mauer, der unten raufgekommen ist, habe ich gesehen. Und unglaublich, die Grünen sind natürlich ebenfalls dabei. Insofern haben wir jetzt eine Vorlage, die 2 Beine hat, Freiflächen in Alpinräume und gleichzeitig diese Solarpflicht auf neuen Gebäuden. Ja, Freiflächen und eine Vorlage mit 2 Beinen. Was meint die grüne Frau da? Ein Starschnitt von Bastian Giraud, eventuell. Aber halt hat sie gesagt, Solarpflicht für neue Gebäude? Tatsächlich stützt sich das Gesetz unter anderem auf eine Solarpflicht bei Neubauten. Ja, und spätestens, wenn es darum geht, sich gegenseitig etwas aufs Dach zu geben, ist alles wieder beim Alten. Glänzige Äugle bei der Linken und Trötzle bei der Rechten. Das ist unglaublich, dass jetzt die Bevölkerung für verfehlte Energiestrategie 2050, wo man wesentlich falsche Versprechungen gemacht hat, muss die Zeche zahlen via Solarzwang, der jetzt staatlich verordnet soll werden. Ach, staatlich verordneter Solarzwang. Seid ausgerechnet einer von der Partei, die seit Jahren alles zupflastert mit ihren Söhnen. Aber es ist doch schade, so viel Uneinigkeit für eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, früher war wirklich alles besser gewesen. Ja, also ganz, ganz früher. Ganz früher. Wo es noch gar keinen Strom gegeben hat. Uga, Uga, mein Pleistozänen 8. Ja, Uga, Uga, mein lieber Wildsau-Rittender 8. Wunderbare Höhle, hast du dir doch ja, ist eine grosse Einzimmerhöhle. Ah ja, ich muss aber meine Höhle auch ein bisschen renovieren. Dürfte ein bisschen Werkzeug auslehnen? Selbstverständlich. Super. Ich bräuchte einen Hammer unbedingt, dann natürlich eine Wasserwaage, ein Päckchen Nägel, wenn es möglich wäre. Ein Bohrer. Das ist ein 8er. Hättest du mir den 11er halber? Selbstverständlich. Super. Du, wir nehmen mal etwas Busch ungeniert. Du, ja? Danke vielmals. Ich wohne dort hinten in dem Berg mit dem Loch drin, wo man so reingeht. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. Ah, schau hier, er wieder. Hoi. Hey, schöner Rock. Danke vielmals. Meine Frau hat jetzt gerade ein Mammut erlegt. Mm. Das ist aber ein bisschen schwer zum Abtransportieren. Etwa 3 Tonnen. Ja. Hast du irgendwas von mir? Etwas, was so... Etwas, was man irgendwie trägt. Rund? Ja, ja. Schau mal, ich hätte das hier. Super, das ist ja perfekt. Ja, ein Tablet. Schau, kannst du es auftun? Okay, gut. Ja, dann... Ja, hoi! Hoi, du! Gell, du, hast gemerkt, draussen ist saukalt geworden. Ich brauche eine Kappe. Hättest du echt nicht eine? Ja, also kannst du die haben, die brauche ich sowieso nicht. Komm, das ist doch aus der Altsteinzeit, das Ding. Ist nicht etwas Modernes? Etwas im jungpaläoitischen Stil? Doch, selbstverständlich. Ah, der ist gut. Hey, hey, der Hut kostet, hä? Ja, wie viel denn? Ja, 20 Steine. 20 Steine? Das schleppt doch nicht so viel Geld rum. Ich zahle mit Karte, ist auch gut. Ah, Green Banking. Uga, 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 uga. Hallöli! Lärme, komm in so eine Grenze rüber. Hast du noch nie von einem Blüte gehört? Hä? Ich auch nicht. Ah.
Ich wollte heute ein bisschen sammeln. Hättest du mir einen Rucksack genommen? Tütterli, schau mal, gell? Frisch aus der Wäsche. Wunderbar, danke. Du, aber sammeln macht das nicht deine Frau? Nein, sie geht jagen. Progressive Ehefürder. Also, man muss schon sagen, bei uns in der Beziehung hat ganz klar meine Frau den Pelz ab. Und bei euch klassisch verteilt. Nein, die ist tot. Oh, Jesus. Du, sie ist alt geworden, schon 23. Ah. Also, du kannst mir eine Frau einsammeln, gell? Eine neue. Das ist gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ah, hübsch. Hast du schon die Sommerfeld drauf? Ja, so zu sagen, weißt du, ich bin zu viel verrissen. Ich mache Kunst. Ah, schau mal, wer haben wir denn da? Der Roy Lichtensteinzeit oder der Andy Warhöhle, der Pfannloch oder ein Picassosaurus? Nein, weißt du, ich habe die Steinskulptur gebaut. Jetzt sind so immer zwei Steine nebeneinander, so im Kreis aufgestellt. Stonehenge nennt das. Das ist Kunst. Und jetzt fehlt mir noch so eisernen Querstein. Fehlt mir noch. Hättest du mir echt so einen? Ja. Selbstverständlich sind wir Nachbarn, oder nicht? Ja, danke vielmals. Oh, ciao. Hallo, da, hast du es gefunden? Oh, ja, Entschuldigung, ich verstehe kein Französisch. Nein, Entschuldigung, ich habe einen Zahnmöger hinten. Hättest du mir nicht irgendein Mittel dagegen? Klar, schau mal, das. Und das Beste, es ist rein homöopathisch. Ja. Weit auftun. Wir würden gerne eine kleine Sippenparty in der Höhle hinten machen. Hättest du echt ein paar Platten zum Auflegen? Was, ich hätte die Rolling Stones, T-Rex, Dinosaur Jr. Queens of the Stone Age? Ja, selbstverständlich. Ah, super, das ist auch eine meiner Lieblingsplatten. Wow. Läuft die auf 33 oder 45 Kilo? 45, wunderbar. Danke, gell? Und wenn du willst, kommst du rüber, gell? Uga, 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 yeah. Juhu! Brugge. Das sind schöne Aussichten. Schon wieder Mittwoch. Ja, ja, aber also, leider ist bei uns der heiße Feuer erloschen. Ich habe gewusst, das wird nichts mit dem progressiven Eheleben. Nein. Unser wirkliches Feuer ist erloschen. Hast du nicht ein Feuerzeug? Aha, sag das doch. Länger das, endlich wieder grillieren. Grillieren ist super, mache ich auch gerne. Wir machen eben eine Paleo-Diät. Ah, Paleo-Festival. Ja, ciao. Ist etwas los? Ich gehe auf die Suche nach Bronze. Nein, komm, der Bronze-Hype ist gleich wieder vorbei. Die Zeit der Bronze wird noch kommen. Ja, wie denkst du? Wo einer gehst du? Ja, zuerst mal über die Berge Richtung Süden. Dort wird es dir kalt. Komm, nimm noch die wollige Unterhose mit. Du mit deiner Eiszeit-Paranoia. Mach's gut. Ja, du halt. Wie heisst du eigentlich? Ötzi. Also Ötzi, früher wir nicht ein, gell? Mach's gut, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Oh, bitte sind still. Hört ihr? Da kommt gerade ein Fax rein. Oh, hey, habt ihr das auch mitbekommen? Dass die Schweiz eine eigene Adaption vom 80er-Actionfilm-Knaller Top Gun rausgegeben hat. Nein, ich meine jetzt nicht die Geschichte von dem sympathischen, wenn auch ein bisschen liebestollen Staatschef, der letzten Sommer todesmutig über alle Flugregeln und Landesgrenzen hinweggesegelt ist. Das ist nicht Top Gun, sondern Bolt Gun gewesen, ja? Nein. Der Film, den ich meine, hat unser Verteidigungsdepartement, das VBS, offiziell diese Woche auf ihren YouTube-Kanal aufgeladen. Und er hat alles, was einen richtigen Blockbuster braucht. Ich kann es euch sagen. Also gut, einfach keine Action. Keine Action. Und er hat auch keinen rasanten Schnitt. Hat er auch nicht. Er hat eigentlich auch keine Musik. Und wenn wir ganz ehrlich sind, warum auch immer, er hat auch keinen Ton. Aber schauen wir trotzdem mal rein. Ja. Mir ist gleich gegangen. Ich habe etwas mehr erwartet. Ne? Man muss bedenken, dass Film die Steuerzahler über 6 Milliarden Franken kostet. Es zeigt nämlich die Unterzeichnung der Beschaffungsverträge für 3 Dutzend F-35-Kampfjets am letzten Montag in Bern. 6 Milliarden! Liebes VBS, und bei diesem Budget liegt nicht einmal das Mikrofon drin. Das kann ich auch nicht glauben. Für das Geld hätten wir wenigstens den George Clooney und den Mel Gibson engagieren können. Oder zumindest die Schweizer Version von diesen beiden Superstars. Stefan Gubser und Mel Winiger. Ja. Unterdessen sehen wir in diesem Film, was sind das eigentlich für Leute? Wir schon? Ah, der Rüstungschef Martin Sonderegger und der Projektleiter Darko Savic sind das gesehen. Unterschrift, Handschlag und gekauft sind die Jets. Ganz nach dem Maverick von Top Gun. Da oben hat man keine Zeit zu denken. Wenn man denkt, ist man tot. Aber schon krass, wie jetzt Viola Amherd so vorwärts gemacht hat mit dem Einkauf, oder? Gut, das Volk hat ja gesagt zu dem Chat und somit hat alles seine Richtigkeit. Oder habe ich da noch etwas übersehen? Den Kauf des F-35 stoppen. Das ist das erklärte Ziel der Initiantinnen und Initianten. Sie haben laut eigener Aussage mehr als 120.000 Unterschriften eingereicht. Das ist eine größere Sicherheitsmarge als bei vielen anderen Initiativen.
Stimmt, da hat es ja eigentlich nur eine erfolgreiche Volksinitiative gegen den Kampfjet gegeben. Eingreifen der XOA, Grüne und SP. Also um Trio Infernale, wenn es um Schlachten von heiligen Schweizer Kühen geht. Also hätte es da nicht noch eine Volksabstimmung vorher geben müssen? Hat Viola Amherd die Initiantinnen im Vorfeld wirklich mit Mafia-Methode eingeschüchtert? Und was zur Hölle hat der F-35 mit männlicher Schwertwahl zu tun? Kommt mit auf einen Rundflug in die wunderbare Welt von Lockheed, Amherd und Iron Man. The F-35 is a step ahead. With unmatched stealth, advanced sensors and seamless connectivity. The F-35 can go where no other fighter can go. Ich meine, das ist mal ein geiles Video gesehen, oder? Aber bitteschön. Also kein Wunder, hat man da beim F-35 zugegriffen. Aber von vorne. Herbst 2020, die Volksabstimmung zur Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge ist mit einem Mehr von sagenhaften 8670 Stimmen angenommen worden. Sag mir gar, wie es ist. Das Abstimmungsresultat ist fast unanständig knapp gewesen für so eine höhere Ausgabe. Knapper ist eigentlich nur der Abstand von Putin in seinen Augen. Aber entschieden ist entschieden. Und somit hat man nicht nur die 6 Milliarden und ein paar zerquetschte Locken gemacht, sondern auch im Bundesrat vertrauensvoll die Wahl der geeigneten Kampfjets überlassen. Ich meine, was soll da jetzt noch schiefgehen? Im Juni 2021 war es dann so weit. Die Wahl ist nach einigem Hin und Her auf das Prachtstück hier gefallen. Der F-35 von der Firma Lockheed Martin. Erinnert euch, das sind die mit der wirklich geilen Popcorn-Firma auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Und von Popcorn-Kino versteht ihr wirklich etwas. Wenn man mal ein bisschen genauer in den Produktekatalog von denen reinlässt. Die Helme der F-35-Piloten ermöglichen es ihnen, durch das Flugzeug hindurchzusehen, indem sie Bilder von Infrarotkameras rund um das Flugzeug in Echtzeit anzeigen. Bei dieser Technologie handelt es sich im Wesentlichen um dieselbe wie bei der Superheldenfigur Iron Man. Was? Ja, deswegen ist das so teuer. Ich meine, im Wesentlichen ist das Iron Man-Technologie. Ja? Das passt natürlich zu unserer Iron Lady Viola Amherd. Ja? Laut offiziellem Katalog verfügt der F-35 übrigens noch über ein tolles Tierschutz-Feature. Die F-35C ist mit 20.000 Pfund internen und externen Waffen bewaffnet, was in etwa dem Gewicht von zwei männlichen Schwertwalen entspricht. Zwei Schwertwale, ja? Männlich, also das sind umgerechnet 5 Leopard, ne? Oder umgerechnet 150 Hornets. Das ist kein Kampfjet, das ist eine fliegende Arche Noah, meiner Meinung nach. Und habt ihr gewusst, dass man bei der Luftwaffe in Schwertwal abmessen tut? Wie misst man bei der Marine ab mit Bartgeier? Oder was macht man da? Weil man sich unter Schwertwalen bei uns in der Schweiz nicht so viel vorstellen kann, hat es dann bei der PK zum F-35-Entscheid dazu mal wunderbare, aussagekräftige Statistiken gegeben, zum Nachschauen. Bei dieser und bei den nächsten Darstellungen ist jeweils der F-35A gekennzeichnet. Die anderen Kandidaten befinden sich jeweils innerhalb des Feldes zwischen den gestrichelten Linien. Ja, das ist super, oder? Endlich mal nicht so etwas Kompliziertes mit vielen verwirrenden Zahlen und Werten. Komm, das generiert noch mühsame Fragen. Zwei Balken, ein Resultat, bumm, fertig. Gibt es vielleicht noch eine übersichtliche Statistik zu den Gesamtkosten? Der F-35A hat auch bei den Kosten am besten abgeschnitten. Sowohl die Beschaffung als auch der Betrieb sind für dieses Flugzeug am günstigsten. Ja, toll, oder? Manchmal ist es so einfach. Das weckt auch keine falschen Erwartungen. Was will man mehr? He? Also, da hat es eine umfassende Untersuchung gegeben. Wie kann man die in einer einfachen Skizze vielleicht zusammenfassen? In der Gesamtbetrachtung hat die Kosten-Nutzen-Analyse ergeben, dass der F-35A bei der Evaluation durch das VBS den höchsten Gesamtnutzen ausweist und gleichzeitig am günstigsten ist. Genial, so einfach, oder? Also ist doch ganz einfach. In dem Fall befindet sich eine ganze Staffel Deville, ja, in dieser Matrix ungefähr da, ja, und ein Iron Man Anzug ungefähr dort, würde ich jetzt mal sagen.
Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie kann man bei so einem Riesenprojekt, bei so einem Budget, das so knapp gesprochen worden ist, mit so nichtssagenden Grafiken auffahren? Man, kein Wunder, hat sich da ein mega schnelles Gegenkomitee um die SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf gegründet, wo man selber noch geprüft hat. Wir brauchen ein Kampfflugzeug für Luftpolizei und Konferenzschutz. Gerade das kann der F-35 eben nicht wirklich gut. Er ist ein Tarnkappenbomber, der konzipiert worden ist, in weit entfernten Ländern Bomben abzuwerfen. Ja gut, das kommt natürlich immer aus Perspektiven an, was weit entfernt ist. Ja? Damher, der Heimatkanton gilt für viele Zürcher auch schon als Ausland. Wenn wir... ja? Aber auch der Sicherheitsbericht, der 2019 vom US-Verteidigungsministerium herausgekommen ist, hat im Stopp-F-35-Komitee sehr Auftrieb gegeben. Ja? Da innen sind nicht weniger als 876 Mängel an dem neuen Kampfjet aufgezählt worden. Darunter so Banalitäten wie eine ungenaue Bordkanone oder vorübergehende Unfähigkeit zu fliegen, wenn Gewitter herrscht. Hm? Ich meine, ist doch toll. Langsam wird es ein bisschen schwierig für unsere luftpolizeilichen Einsätze. Nur innerhalb der Bürozeiten ist ja noch machbar. Ja? Aber nur bei Schönwetter. Das wird mega schwierig in der Schweiz, würde ich jetzt mal sagen. Bereits wenige Monate nach dem Start der Stopp-F-35-Initiative war klar, dass die benötigten Unterschriften für eine neue Abstimmung zusammenkommen werden. Dann aber der taktische Move unserer Verteidigungsministerin im letzten März am Welschen Fernsehen. Et moi, je pense, ce qui serait encore plus important pour la sécurité de la population que plus de finances, ça serait si les initiants de l'initiative populaire contre l'achat des avions retireront leur initiative. Vous les appelez à retirer leur initiative? Ja, das macht sie ganz offiziell und das hat es noch nie vorher gegeben. Ein öffentlicher Aufruf von höchster Regierungsstelle. Die Initiantinnen sollen doch bitte das Volksbegehren zurückziehen. Hm? Nur während der Unterschriftensammelphase. Ich werde euch ein Angebot machen, das ihr nicht ausschlagen könnt. Hat sie wahrscheinlich gesagt, das ist eine klare Ansage, oder? Noch klarer wäre eigentlich nur noch ein abgeschlagener Rosskopf im Bett von Priska Seiler-Graf zu deponieren. Braucht jetzt nichts. Wir wissen, die über 100'000 nötigen Unterschriften sind zusammengekommen. Auf eine Volksabstimmung hat man dann trotzdem nicht warten im Parlament. Das ist die Begründung. Inzwischen, nachdem wir die Offerte bekommen haben, haben verschiedene Länder beschlossen, genau das Flugzeug zu kaufen. Deutschland 35, Finnland über 80 und auch Kanada, glaube ich, über 60. Ja, das kann man auch kurz so sagen. Ist doch wirklich der direktdemokratische Begriff bundesrätlich ein bisschen gedehnt worden oder hat alles so seine Richtigkeit? Hey, ich habe doch keine Ahnung. Frag mir doch jemanden, der rauskommt. Michel Kalt. Michel, Viola Amherd hat im Parlament den Kauf von F-35-Kampfjets durchgeboxt, obwohl noch eine Volksinitiative dagegen gelaufen ist. Das ist doch eigentlich schon ein Skandal. Moment, wir haben vor 2 Jahren schon über das Budget für die Flüger abgestimmt. Das Stimmvolk hat die 6 Milliarden, die Dinger kosten, damals voll chillig gefunden. Und jetzt regen sich die Leute darüber auf, dass Frau Amherd mit dem Geld auch tatsächlich richtige Kampfjets kauft und nicht solarbetriebene Segelflüger aus recycelten Kombucha-Flaschen. Das ist doch absurd. Wenn du deiner Freundin einen Galaxus-Gutschein zum Geburtstag schenkst, kannst du nachher auch nicht motzen, wenn sie sich dann mit einem Womanizer oder den DVD von Peach Weber kauft. Aha, interessant. Darf ich das also, ein Womanizer und Peach Weber DVD, auf deine persönliche Wunschliste für Deville Weihnachten notieren, eventuell? Du darfst morgen gerade das Geschenkkuvert von meiner Kanzlei empfangen. Eine Vorladung wegen Nötigung, du Grüsel. Ja. Vom Peach Weber zurück zum anderen Kampfmittel. Der F-35 ist ja nicht irgendein Kampfjet. Experten halten fest, das Flugzeug ist für unsere Bedürfnisse komplett ungeeignet oder ungeeignet. Da wäre ja eigentlich eine zweite Abstimmung sicher juristisch gerechtfertigt. Zugegeben, der F-35 ist schon so ein bisschen der Thermomix unter den Kampfjets. Er ist teuer, technisch komplex und eigenartig populär bei bürgerlichen Frauen. Aber mit dem Thermomix kann man wenigstens feine Sabayone machen. Mit Kampfjets produzierst du im besten Fall russischen Salat. Jetzt haben ja doch die Initianten ihre Anliegen noch unter Protest zurückgezogen und haben von einer Pseudo-Abstimmung geredet, einer Proforma-Übung. Das stimmt. Wobei, wir stimmen ja allbot über Sachen pro forma ab, weil man von Anfang an weiss, wie es rauskommt. Hohenkuh-Initiative pro forma. Gold-Initiative pro forma. Eidgenössische Initiative über die Einführung von einem bedingungslosen Grundeinkommen
pro forma. Stadt Zürcher Volksabstimmung über den Objektkredit für ein biologisch abbaubares Reiteseil im Schulhaus Chriesibrunz. Pro forma. Ja, aber es gibt doch Gründe für die Formalitäten. Ja? Hätte man jetzt die Abstimmung nicht rechtzeitig vor der Unterzeichnung doch noch durchbringen können? Wir könnten die Abstimmung schon im Eilverfahren durchführen, aber das ist nur in ganz speziellen Fällen angemessen. Weil man muss sich schon im Klaren sein, die Kampfjet-Initiative ist eigentlich nicht mehr als ein Leserbrief von 100'000 Nasen, der von irgendeinem turbopazifistischen Sascha mit Gore-Tex-Jacken und Klemmbrett zum Unterschreiben überredet worden sind. Glaubst du persönlich jetzt, wenn es jetzt zu einer Abstimmung gekommen wäre, die wäre durchgekommen? Die Vorlage ist auch ohne das Drängeln von der Viola zum Scheitern verurteilt gewesen. Weil die Russen, seit die Russen in der Ukraine eingemarschiert sind, haben in der Schweiz zwei Revolutionen stattgefunden. Erstens sagt fast niemand mehr Ukraine. Und zweitens haben sogar hartgesottene Xoa-Jünger gecheckt, dass die Schweiz ihren Luftraum auch dann verteidigen können muss, wenn der Alain Berset sich gerade am Boden befindet. Oder der Peach Weber auf seinem Womanizer. Danke, Michelle Kalt, für die Bilder im Kopf. Merci vielmals. So. Ob der F35 wirklich die richtige Wahl war, werden wir wohl erst in Zukunft wissen. Bis 2030 soll die Wunderwaffe mit Schwertmalfeature ausgeliefert worden sein. Und dann würde ich sagen, warten wir einfach mal das nächste Gewitter ab, oder? Aber das lahme VBS-Video auf YouTube, das rüsten wir jetzt schon mal auf. Von mir einen guten Flug ins restliche Wochenende. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Macht's gut und anschnallen, nicht vergessen.